Wir machen weiter mit der Hyperliga. Und ich setze noch einen drauf mit der Sofortattacke Fee. Also Sofortattacke Charm vom Typ Fee. Wir machen Doppelcharm. Und das wird so ein richtiger Farm. Vermutlich, na, schauen wir mal, wird der eine oder andere Gegner, wenn ich gewinne, dann am Ende noch einen Schild haben. Jedoch glaube ich gar nicht, dass ich allzu häufig gewinnen werde. Nein, Moment! Stopp, 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 stopp! Stopp! Ich habe bei Gran... bin gleich wieder da, ich habe die Attacken nicht geändert. Ich spiele das Ding mit Knirscher und Nahkampf. Registeel wird ein großes Problem, also könnte man hierbei auch Glurak reinnehmen. Ich dachte mir mal, versuchen wir es mit Zumpex. Granbull hat auch Nahkampf, die Kampfattacke Nahkampf und die könnte man ebenfalls vielleicht gegen Registeel verwenden. Muss man allerdings nur auf... Wow! Da merkt... ja gut, ich meine, hab ich gesagt, das Ding hat 2200 WP. Ich glaube, ich muss sofort eine Attacke drücken, weil, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Nein, nein, Nahkampf wäre besser gewesen, ich wollte sofort drücken. Ich hoffe, du schildest, bitte Schilde, bitte Schilde. Oh nein, was hast du getan? Aber ich sofort Attacken. Das Ding hat wieder nur 2200 WP und er geht fast mal alles für den Kampf. Ja, moin, Leute. Ich verstehe es teilweise nicht. Also, das, ja, was ich jetzt eben nicht verstehe, warum war der Spieler bei 2500, wenn der nicht mal, also Punkten? Ne, klar, schon klar, wegen Superliga und so weiter und so fort. Aber trotzdem... Das, jetzt ist ja doch die Hyperliga auch schon ein paar Tage da. Mit 2200er Pokémon bist du ja wohl schon abgestiegen. Okay, das war gerade echt krass. Das wird wieder ein kürzeres Video dann, wenn der erste Kampf schon mal so heftig losgeht. Jetzt weiß ich allerdings nicht und wirklich überhaupt nicht, wie es mit der Verteidigung von Granbull aussieht. Ich würde gerne die Führung gewinnen, deshalb schill ich mal die erste Attacke. Na, und... werde aber nicht runterfarmen, sondern gehe auf Knirscher. Knirscher auch ganz genial gegen Giratina und Cresselia. Also, Granbull kann man schon machen. Und das ist wirklich PvP-V-mäßig Rang 1, komplett Rang 1. Okay, die Attacke sehen wir uns an, du hast ein Schild auch eingesetzt. Ich gewinne einen Ladeattacken Gleichstand gegen Zumpex, oder war das kein richtiger? Ja, das drückt schon echt gut rein. Jedoch, wenn du nicht zu noch einer Attacke kommst... Das mit deinem KP. Nein, aber das ist die Führung in der Hyperliga. Das ist nicht so, ja, schon nett, aber nicht so ultra heftigst wichtig. Ich gehe mit nochmal Pixie rein. Dann sieht er schon, zweimal Typ Fee, okay. Was ist denn da los? Was holen wir rein? Ah, Relaxo, schade. Da wäre natürlich... Aber ich weiß nicht, hast du vielleicht Rambos? Nein, das war Body Slam. Da, obwohl, könnte auch Rambos gewesen sein. Da ist kaum ein Unterschied zwischen diesen beiden. Na, okay. Da wäre natürlich jetzt mein Nahkampf gut. Na, aber wirklich grenzgenial. Also ich setze mal ein hier. Das ist eben das Gute an... Also Granbull wirklich. Und wir hatten ja den Quest, der ich bin mir sicher von Granbull... hat man genügend Bonbons rumliegen und fliegen. Okay, das war sein Zeichen. Sofort rüber in Giratina. Jetzt muss ich nur überlegen, wie viel Schaden hat Relaxo Sofortattacke gemacht? Soll ich mir den Schild dann für einen Body Slam bei Relaxo aufheben? Oder hier rein investieren? Was aber auch fast doof wäre. Jedoch, dass ich noch eine schnelle Aqua Hobbitzer gegen Relaxo dann landen kann. Knifflig, knifflig. Keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Und ich müsste eigentlich auf ein Erdbeben gehen. Computer. Nein. Okay, lass mich das kurz durchdenken. Ich hätte die Aquahobitze werfen sollen. Hier, na, schon mal Energie holen. Die Attacken nämlich machen da kaum was. Bitte, ich hoffe, ich schaffe das noch. Nein, nein, das wird sich knapp nicht ausgehen. Ja, okay, perfekt, perfekt. Das soll's jetzt. Das sollte klappen. Das sollte klappen. Jetzt muss ich natürlich schilden. Selbstverständlich. Und nun... welche Attacke setze ich ein?
Welche Attacke setze ich ein? Sind beide neutral? Bitte, Sternenhieb, komm, komm! Nein! Nein! Ich hätte die Aquahaubitze bei Dingenskirchen einsetzen sollen, vielleicht. Nein! Ärgerlich. Na, wirklich ärgerlich. Und der Gegner hat es wieder geschafft, obwohl ich zwei Pokémon mit Charm habe, dass das Giratina einen Charm-User vermeiden konnte. Aber wenn man es schafft, also wenn Pixie direkt gegen Giratina kommt, 1337, dein Name gefällt mir. Mit dem neuen Update übrigens sollten die Punkte dann ausgeblendet werden. Regi-Stil, okay, das ist natürlich gar nicht gut, aber ich habe Nahkampf und zumindest musst du einmal schilden. Auf der anderen Seite, ich muss ja auch schilden, weil Lichtkanone so viel Schaden macht. Aber wir können Schilde tauschen, das können wir machen. Ich schilde einmal, dann setze ich Nahkampf ein und mal schauen, ob du schildest. Vielleicht kennen die Leute Granbull gar nicht so und denken sich, ja, wer weiß, was das macht. So, Nahkampf und danach sinkt aber leider meine Verteidigung um, ich glaube, 2 von 4 Stufen und das ist heftig, also muss ich danach rauswechseln. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob es daran lag, so, dass der Spieler einfach Schilde sparen wollte oder nicht wusste, welche Attacken Granbull hat, aber das ist natürlich nett. Das ist natürlich wirklich nett und hier noch eine Lichtkanone abbekommen. Also, jetzt kommt das Giratina rein. Ich werde mein... wie heißt es? Mein Sumpex nicht schilden. Denn ich habe ja danach auch noch Pixie. Genau. So, geschildet. Schade. Das ist wirklich schade. Du farmst offenbar komplett runter. Dann komme ich aber zu noch einem Erdbeben. Ultra knapp. So, du hast jetzt zwar relativ viel Energie, aber gegen Pixie, das ist so die Energie. Ah ja, es ist juckt. Juckt mich nicht. Oder gehe ich mit Granbull rein? Ich meine, das ist fast dasselbe, egal wo ich drücke, auch von der Farbe her. Ich gehe mit Granbull einfach rein, weil dann weiß er noch nicht mein drittes Pokémon, was sowieso keine große Rolle spielt, aber trotzdem. Ich gehe mit Granbull rein. Und, also, zweimal Schattenstoß hintereinander, ja, das passt auch. Und dann opfere ich einfach Granbull, weil Registeel, wenn Registeel reinkommt, muss es auf jeden Fall eine Attacke einsetzen. Das, okay, Sumpex haben wir jetzt hier. Schade. Ich weiß gar nicht, wofür soll ich jetzt den Schild ausgeben? Echt, keine Ahnung. Ich bin hier so kurz vor der Ladeattacke. Ich will noch die Ladeattacke und jetzt rüber. Also, jetzt habe ich dort eine Ladeattacke ready. Und man kann hier ordentlich Charm einsetzen. Jetzt bin ich gespannt. Das könnte einer von den Kämpfen werden, wo der Gegner, wenn ich gewinne, sollte ich schaffen, noch einen Schild übrig hat. Schauen wir mal. Okay, das Sumpex müsste ich bezwingen können. Egal wie wenig Giratina noch hat, das ist mit einem Charm kaputt vermutlich. Und Registeel hat relativ wenig Energie. Also, das könnte einer von diesen Kämpfen sein. Oh, so knapp, so knapp, so knapp. Komm schon. Pixie. Zeig, was du drauf hast. Okay, er geht sämtliche Kombinationen durch. Gut, da bin ich jetzt weg vom Fenster. Ich setze die Attacke aber nicht ein. Weil 2 schaffe ich jetzt nicht. Schade. Das ist alles immer so knapp. Das gibt's nicht. Was soll das? Was soll das? Ich gewinne nur gegen Leute, die 2200 WP haben. Heieieiei. Das war auch ultra knapp. Sehr, sehr knapp. Die Attacke hätte ich noch gehabt. Hey Schilling, warum hast du die nicht eingesetzt? Naja, weil der Gegner noch einen Schild hat und so langsam wie Charm Energie generiert, wäre ich nicht zu einer zweiten Attacke gekommen. Also wozu einsetzen und dadurch auf eine Sofortattacke im schlimmsten Fall verzichten. Von daher, ja, und ich weiß, dass er noch ein Pokémon hatte, dieses Giratina, aber das wäre auch mit einer Sofortattacke kaputt gewesen, glaube ich, so in etwa oder 2. Wie viel oder wie wenig auch immer es noch hatte. So, Granbull gegen Lapras, okay. Würde ich spontan als neutral bezeichnen, überhaupt keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Und ich gehe auf Knirscher, denn Nahkampf senkt eben, wie gesagt, meine Verteidigung. Ich glaube, Nahkampf ist zwar so ein starker Move, weiß nicht, ob das vielleicht sogar mehr Schaden drücken würde. Ich schilde, weil Granbull hält nicht, schade. Dachte vielleicht sogar die stärkere Attacke. Granbull hält nicht so viel aus und meine Sofortattacken machen auf jeden Fall mehr.
Also, gut. Na, abgewehrt. Ah, ich befürchte, jetzt kommt aber der Eisstrahl dann rein und der Eisstrahl ist vielleicht sogar genug. Aber zwei Schilde, das wäre doof, oder? Schauen wir mal. Nochmal Surfer. Okay, ich weiß gar nicht, ob Eisstrahl mehr Schaden pro Energie machen würde. Aber das dürfte ich jetzt schaffen. Nein! Diese lange Attackenanimation. Okay, Eisstrahl. Ja, ich weiß es. Nächstes Pokémon rein. Okay, du drückst sofort. Nächstes Pokémon rein. Pixie. Und nochmal der Surfer. Es ist mein Pixie schon angeschlagen. Und nun kommt ein Pokémon rein, welches nicht Giratina ist. Und dann wechsle ich flott auf mein Zoompax. Ah ja, okay. Obwohl, wenn du... Okay, du setzt ein. Dann hast du vielleicht doch nicht Giratina. Schauen wir mal. Bitter wäre, wenn das ein Erdbeben ist. Ist kein Erdbeben. Gut. Doch, da kommt Giratina rein. Alles klar. Dann fand ich spannend, dass du deine Energie hier für mein Dingenskirchen ausgegeben hast. Muss ich zugeben. Aber vielleicht auch schlauer. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Genau. Jetzt lasse ich das Ding draufgehen. Ich hoffe, du kannst mich nicht kommen. Ja, du kannst mich runterfarmen, ohne dass ich zur Aquahobitze komme. Na, oder? Oder? Okay. So. Aber das ist dann gar nicht so schlau. Dann kann ich mir nicht viel Energie hier holen. Mit Pixie? Ja, doch. Drei Sofortattacken sollten drin sein. Hier schilde ich nicht. Problem ist hier wieder, ich komme nicht zu zwei weiteren Attacken. Der Gegner hat noch einen Schild, also ich werde die Ladeattacke nicht einsetzen. Ich muss runterfarmen. Wenn ich gewinnen möchte, muss ich runterfarmen. Beziehungsweise ich könnte Psychokinese versuchen, wegen 10% Chance die Verteidigung zu senken, aber das ist auch unsinnig. Okay, das habe ich schon verloren. Das habe ich leider verloren, denn die nächste Ladeattacke bekommt Zumpex, bevor ich es runterfarmen kann. Das ist wirklich so krass. Ich habe zwei Charm-User drin und schaff's nicht, die gegen Giratina auszuspielen. Irgendwas muss ich da anders machen. Ich muss irgendwie Giratina reinlocken. Aber keine Ahnung wie. Oh, gut, das Team, da klappt gerade nicht allzu viel. Aber es macht Spaß. Es ist definitiv ein spaßiges Team, muss ich sagen. Mit den heftigen, charmanten Sofortattacken. Mal schauen, was es diesmal so gibt. Gegen Lapras die Führung leider verloren mit gleichmäßigen Schilden. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, 80 Punkte weiter unten. Schnell, meine App stürzt aus Versehen ab, denn ich möchte nicht viele Punkte verlieren. Deshalb blendet Niantic eben die Punkteansicht aus. Ja, das ist, wenn ich schilde, ich muss nur schilden. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. 4 und 5. Okay, das kann die Giftattacke schon sein. Und, oh, das wäre ja genial, wenn du sogar die andere Mülltreffer da oder so, wie die heißt, hast. Ein Schild rein, Schlammwoge, okay. Soll ich eine Attacke einsetzen? Okay. Eine Cresselia gefällt mir auch, umso besser. Und Overtapping gibt es leider noch immer, aber in dem Fall wurde ich dadurch nicht negativ beeinflusst. Nee, doch trotzdem ärgerlich. Na so, jetzt muss ich nur überlegen. Wow, ach, du hast die Konfusion-Variante. Hier, wie viel Schaden Konfusion macht. Das ist ja krass, mehr als Charm. Nö. Schilden wir nicht. Ah, okay. Viel Schaden, das war echt viel Schaden. Ich hoffe, dein drittes Pokémon ist Giratina. Jetzt versuchen wir es mal so. Letztes Pokémon Giratina. Boah, das ist echt krass. Also der Schaden von Konfusion auch nicht zu unterschätzen. Jedoch habe ich lieber schneller die Ladeattacken. Das muss ich echt sagen. Also ich bin der Psychoklingen-Fanatiker. Und jetzt hoffen wir, dass der Effekt von Mondgewalt nicht reinzündet. Das wäre gut. Stimmt ja. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, einfach weil ich Strauchler nicht habe. Die Leute haben Strauchler. Habe ich komplett nicht bedacht. Aber du bist nicht zu einer Attacke gekommen. Ah. Also, ich gebe ganz ehrlich zu,
Das hatte ich null am Schirm. Jetzt überlegt er und weiß nicht, was er tun soll, weil er noch Giratina drin hat. Das hatte ich wirklich null am Schirm. Moment, ich setze nicht ein, Okay. Und wir gehen auf Psychokinese. Na gut, Giratina. Schönes Team, das kenne ich irgendwoher, nur in einer anderen Reihenfolge. Wirklich, habe ich in der Vergangenheit nie gesehen, all diese Cresselia und so. Dann das natürlich nicht schilden, denn ich glaube, drüben hast du vielleicht sogar eine Attacke. Vielleicht sogar nur die Unlichtattacke und willst mich dann trollen. Aber gut. Das war wirklich fein für mich, dass er nicht geschildert hat hier. Das ist natürlich perfekt. Jetzt kommt die Attacke, ich schilde und alles klar. Auch wenn du mich jetzt köderst, sollte ich definitiv das noch schaffen. Okay, du köderst nicht mal. Da hätte man aber echt ködern können, weil natürlich schilde ich da. Na gut, es ist das eingetreten, was ich prophezeit habe. Die Gegner werden mal verlieren mit einem Schild übrig. Aber gehört ein bisschen Übung dazu, beziehungsweise man muss es irgendwie schaffen, dass mindestens einmal so ein Giratina auch gegen einen Charm-User kämpfen muss. Ich meine, wenn ich zwei Pokémon drin habe, wie sehr kann man es verbocken, dass das hier nur einmal passiert ist? Gut, dann war das mal ein sehr kurioses Team. Bitte nicht zu Hause nachmachen, vermutlich. Kann allerdings klappen. Für diese Folge würde ich mal sagen, boah, die war ja ultra kurz wegen des ersten Kampfes. Ja, für die Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.